Dankeschön, Dankeschön, vielen lieben Dank. Heute machen wir dich und dich auch und dich da drüben auch und natürlich dich da auch. Leute, heute geht es nämlich darum, wir werden nämlich heute Gesichter formen, das wird mega cool. Wir werden irgendwie, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was wir heute machen werden, aber ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich habe dieses Spiel hier gefunden und man kann hier irgendwie sozusagen Gesichter kneten und sowas und das wird ziemlich interessant. Oh, okay. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine Art Kopfform geknetet und können jetzt hier erstmal Augen da draus machen. Okay, okay, okay. Wir haben Augen, Augen und Nase. Auch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Irgendwie hier nochmal den Kopf ein bisschen besser sozusagen hinbekommen. Okay, er hat eine ziemlich dicke Wülste hier vorne. Kann man die... mach die weg. Okay, oha. Oha, so haben wir es auf jeden Fall schon mal hinbekommen, so eine Art El Bandito hier hinzukriegen. Also sozusagen, glaube ich, dieses Bild, was hier hinten sich im Hintergrund befindet. Jetzt können wir hier sozusagen sprayen. Oh. Oh, okay. Ach so, es soll nur das angesprayt werden. Okay, verstehe. Dann drehen wir den Kopf ein bisschen. So, und dann noch ein bisschen da drüben vielleicht. Guck mal, so und so. Und hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Und da. Okay. Oh, noch das hier. Den Bart. Soll ich das ganze Gesicht jetzt dunkel machen oder was ist los? Hallo? Fertig. Ah, es war richtig. Okay, das war nur eine Vorlage beziehungsweise eine Schablone. Okay, dann müssen wir jetzt da die Augen reinmachen. Dann machen wir mal ein Auge hier rein, das andere Auge hier rein, den Hut auf den Kopf und natürlich die Ohren, damit der Typ ja auch was hören kann. Tada! Fantastisch! Danke! Danke, Leute! Danke, danke, danke! Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Vielen lieben Dank! Sehr nice! Okay, wir haben den El Bandito jetzt fertig gemacht. Ich will nicht. Nein, danke, nicht nötig. Wir brauchen keine Geschenke. So, die wollen nur mich hier wieder mit Werbung zupumpen. So, jetzt sollen wir hier auf jeden Fall das nächste Ding machen. Oh, wir sollen jetzt hier ein Mädchen formen. Okay, das werden wir hinbekommen. Wir wählen den Teint. Und zwar würde ich sagen, kommt das hier am ähnlichsten. So, machen wir erstmal die Kopfform. Dann kommt Nase, Mund und ein bisschen die Augen und hier so ein bisschen vorsichtiger und sowas. Dieses Mal richtig schön machen hier. So, guckt euch das an, Leute. Wuppu! Nice, wir haben ein richtig süßes Mädchen jetzt hier gemacht. Okay, erstmal die Augen rein. So, plupp. Oh mein Gott, sie hat so Riesenaugen. Dann die Haare, das Krönchen-Dingens und die Zähne. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken. Wir brauchen hier auf jeden Fall an den Posterbäckchen ein bisschen Pink, so wie es aussieht. So. Da. Bisschen über die Lippen auch mit einem Pink. Und ansonsten Brown für die Augen. Brown. Und so. Ja! Unglaublich! Okay, nice. Okay, okay. Also ich glaube, der Anfang ist jetzt erst nochmal ein bisschen leicht. Aber ich glaube, das wird erstmal gegen Mitte, Ende ein bisschen schwerer, Leute. Wir bleiben dran. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt sollen wir... Oh, yo! Ich werde gern erschreckt. Okay, er sagt, er wird gerne erschreckt. Dann werden wir das mal tun. Tun wir etwas Gruseliges. Okay, es sieht auch wirklich schon sehr, sehr gruselig aus, by the way. Dann machen wir den einfach mal grün. Setzen den hier mal drauf. So, blub, blub, blub. Ich würde sagen, wir machen so eine Art Frankenstein oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So. Bap, bap, bap. Jetzt erstmal hier wieder schön alles ein bisschen glatt machen. Frankenstein hat ja eigentlich auch so eine richtig dicke Stirnwülste, wenn man das so sagen kann, ne? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ihr wisst ja, Frankenstein ist ein Monster, das weiß man auch. So, man sieht hier auch sozusagen hier diesen Bolzen, der ihm durch den Hals geht. Dann können wir jetzt hier erstmal die Augen reinmachen, das andere Auge auch. Oh, man könnte ihm auch dunkle Augen machen. Das sieht auch schon sehr, sehr creepy aus, Leute. Das sieht auch schon sehr creepy aus. Oder ein Auge so, das andere Auge so. Oh, okay, das ist auch cool. Machen wir mal. Dann können wir ihm sozusagen hier so ein bisschen vielleicht blutunterlaufene Augen machen. Oh, es ist ein creepy Frankenstein-Monster. So. Okay, oha! Oha, fantastisch! Nice, okay, das war cool. Okay, Accessoires. Oh, wir haben nur 2 Sterne bekommen, aber ich find's okay. Ich bin okay. Ich bin voll zufrieden mit unserem... Oh mein Gott, mein Gehirn lädt nicht, Leute. Mein Gehirn lädt nicht. Ich bin zufrieden mit unserer Kreation. So, das wollte ich sagen. Mein Gehirn hat gerade nicht geladen. Oh mein Gott. Okay, Tag Nummer 5, Leute. Tag beginnen. Wir gucken mal rein. So, wir sollen jetzt hier sozusagen so eine Maske machen. Okay, dafür nehmen wir einfach mal Weiß. So, kneten das Ding hier mal durch. Machen hier erstmal... Aha, oh, okay, das wird jetzt so eine Art Totenkopf. Wusste ich natürlich, dass wir jetzt hier einen Totenkopf formen müssen. Ganz klar, Leute.
So, hier noch der Unterkiefer ein bisschen besser, damit hier sozusagen die Wangenknochen ein bisschen herausstechen. So, jetzt machen wir den, glaube ich, mit den Zähnen hier. Ja, okay. Wir können ihn so machen, theoretisch. Aber er will hier eigentlich ein komplett weißes Gebiss. Aber es ist ärgerlich, weil wir können das hier nur freischalten, wenn wir jetzt Werbung gucken. Aber das machen wir nicht. So, deswegen machen wir ihm einfach hässliche Zähne. Ist mir egal. So, wir nehmen das da, glaube ich. Und hier ein bisschen die Lippen lila. Und das hier oben auf der Stirn sozusagen ist eine wunderschöne rote... Oh Gott, Rose. Leute, ihr habt den Rübsi nicht gehört, okay? Oh mein Gott, es sieht so hässlich aus. Augen, zwei Stück. Bab, bab. Okay, creepy Augen. Mega crazy. Okay, jetzt müssen wir ihn, glaube ich, noch ein bisschen weißer machen, beziehungsweise... Ah nee, ich glaube, der wird jetzt sozusagen mit Lack angesprüht. Nice, unglaublich, cool. Das ist crazy. Letzte Änderungen? Nee, brauchen wir nicht. Wir geben das Ding ab, wenn du damit nicht zu... Oh, er ist super zufrieden. Oha. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er nicht damit zufrieden sein wird. Okay, als nächstes einäugig ein Zyklop. Oh je, einäugig ein Zyklop. Dann machen wir erstmal hier den Kopf. So, ja, machen hier den Mund erstmal ready. Dann das Auge. Moment, das Auge. Das Gesicht sieht sehr, sehr eingeknatscht aus. Auch ein kleines bisschen... Oioioioioi. Okay, ein Zyklop. Wollen wir uns ein cooles Auge rausnehmen? Weil ich finde, das sieht schon sehr cool aus. Oh mein Gott, das sieht... sieht das gruselig aus. Macht das Auge schön nach gerade. Oha, man kann sich sogar so einen Rubin da reinsetzen und so einen schwarzen Klotz. Einfach nur... Okay, das sieht gut aus. So, perfekt. Dann machen wir den jetzt einfach mal ein bisschen gruseliger. Vielleicht hat er irgendwie Wiese gegessen oder sowas. Er hat Wiese gegessen, Leute. Deswegen wird er ein bisschen grün um den Mund. So, oder er hat Spinat gegessen. Genau, er hat Spinat einfach gegessen. So. Wie sieht es aus? Oh, man kann hier so Grills reinmachen. Ja, genau, einmal diese geilen Diamantenzähne, Junge. Nein, Mann, nein, das ist zu klein. Das ist zu klein, aber so... was ist das da? Oh, ein Horn, okay. Das kommt natürlich auch drauf. Ohren, was ist das hier? Ja. Ja, ist okay. Man könnte ihm aber auch so gelbe Zähne machen. Komm, wir machen ihm gelbe Zähne. Ja. Okay, wie findest du den? Okay, er findet den super. Oh, 3 Sterne dafür sogar gekriegt. Huh! Yeah! Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Da kommt schon wieder diese Tante, die hier Mike Tyson gemacht haben will. Aber nein, wir wollen keine Werbung schauen, okay? Wir wollen hier diesen netten jungen Mann mit dem wunderschönen Schnurrbart machen und er möchte einen Kussmund. Ich will eine verrückte Freundin, sagt er. Okay, dann machen wir dir eine verrückte Freundin. So, wir machen ihm eine verrückte Freundin. So, der Kunde ist König, Leute. Ja, so sollte das sein. Oh, das sieht sehr, sehr schön aus. Eine verrückte Freundin. Welche Freundin ist denn verrückt? Dann nehmen wir doch mal das da. Keine Ahnung, ob das eine verrückte Freundin wird. Wir probieren es einfach mal aus, okay? Das könnte auch eine Maske sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, wir tun einfach mal schwarz hier drüber sprühen. So, eine verrückte Freundin. Das ist auch wirklich eine Angabe. Damit können wir gar nicht so viel anfangen. So, und jetzt machen wir ihr natürlich dann auch wunderschöne rosane Lippen. Können wir auch noch andere Lippen machen? Vielleicht rote? Vielleicht rot? Ja, rot sieht doch ein bisschen besser aus. Okay, das ist es. Ha! Guckt euch das an! Guckt euch das an! Bab, bab, bab. Ach, das ist Harley Quinn! Jetzt verstehe ich das auch. Und wir machen ja aber schöne Augen. Oh, Moment. So, die Augen kurz. Warte mal, wir können doch eigentlich auch so. So. Kann man das eine Auge dann so ein bisschen gerade machen. So. Ich bin Quale hin. Das ist einfach Quale hin, Leute. Nee, wir machen die Augen richtig schön, okay? So, der Kunde ist König. So, eine verrückte Freundin ist geboren. Tada! Okay. Und? Was sagst du? Accessoires nicht gut? Hättest du es voll gut geworden. Das ist übelst gut geworden. Egal, weg mit dir, komm. So, weg mit dir. So, was möchtest du denn haben? Oh, so wie es aussieht, möchte sie so einen Vampirjungen haben. Dann nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr was Weißes. Also einen sehr, sehr weißen Hautton. So, so. Okay. Und jetzt das da. Können wir den nicht jetzt machen, wie wir wollen? Okay, wir können den, glaube ich, die Kopfform können wir jetzt, glaube ich, machen, wie wir wollen gleich. Das machen wir gleich mal. Probieren wir gleich mal aus. So, Frisuren. Nein! Was ist das hier? Nein! Das da. So. Oh. Okay, die Haare können wir auch auf jeden Fall... auch nochmal komplett ändern. Okay, das ist was ganz Neues, Leute.
Keine Ahnung. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Okay, erstmal rot hierhin. Rot an den Mund, das soll nämlich das Blut darstellen. Schwarz für die Augenbrauen. Er hat einfach eine Monobraue gerade. Und let's go. Cool. Okay, jetzt die Ohren. Die Ohren sind auf jeden Fall zack und zack. Und Augen. Was ist das hier eigentlich? Das sind so Ohrringe, nee, Mann, die finde ich irgendwie nicht schön. So, Auge rein und das eine Auge kann ein Stück nach da gucken. Ich bin Dracula. Sehr cool. Okay, unglaublich. Und? Ah, okay, wir haben 2 Sterne bekommen. Sie ist super zufrieden damit. Oh mein Gott, wie dumm. Wir haben einfach sein Auge so ein bisschen einfach weggucken lassen. Und tschüss. Was willst du denn jetzt schon wieder? Trinkgeld geben ist mein Hobby. Weg mit dir. Was denn? Was denn hier los? So, okay, wir haben jetzt hier wieder den Boy. Manchmal werde ich sehr wütend. Okay, so wie es aussieht, sollen wir auf jeden Fall einen grünen Kopf machen. Okay, wartet mal, wir machen auf jeden Fall mal eine ganz andere Kopfform. Manchmal werde ich sehr wütend. Wir machen einfach jetzt mal so eine Kopfform und das hier unten hier rein. Was soll das sein? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Nice. Das ist ein nicer Kopf. Was wird das? Frage ich mich. Junge, was... Oha, aber das sieht übelst cool aus. Hä? Wenn der das jetzt nicht nice findet, dann weiß ich auch nicht, ey. Oh, das sieht ja mega stark. Das soll Hulk sein? Das ist, glaube ich, Hulk. Mal hier die Ohren dran bei Hulk erstmal. Die Freeze. Hulk. Sorry, Mann. Will der ein Ohrring oder was? Eine Zunge. Ein Gehirn? Nee, ist gar kein Gehirn, das ist eine Freeze. Okay, dann machen wir ihm einfach hier... Augen rein. Oh, bitteschön. Was haben wir getan, Leute? Was haben wir getan? Keine Ahnung, ob Hulk... Nee, Hulk hat schwarze Augenbrauen, glaube ich. Weil er ja auch schwarze Haare hat. So. Aber was soll das hier darstellen jetzt, bitte? Was ist das? Was soll das? Ach, das ist sein Bart? Oh mein Gott, okay, ich habe es nicht erkannt. Es soll sein Bart darstellen, aber wir machen ihm trotzdem. So. Hulk hat einfach komische Hörner, Leute. Mund machen wir auch. Der Innenraum muss auch schwarz sein. So, die Lippen auch. Das hier alles drumherum auch schwarz. So, okay, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte kriegen wir. Warum? Der sah voll gut aus. Der sah doch voll gut aus, Mann. Was ist das Problem gewesen gerade? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mann! Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen hier heute Schluss. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Es ist auf jeden Fall mega, mega geil. Ich mache davon auf jeden Fall noch ein Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder beim weiteren Video. Haut rein, Leute. Und tschüss.